Hallo und herzlich willkommen zu einem Video. Heute machen wir was richtig Schnelles vom Grill, unter 20 Minuten. Wir haben hier Lachs, 300 Gramm, ein paar Garnelen. Darum geht es heute gar nicht. Heute geht es um dieses Pak Choi-Gemüse. Das machen wir direkt auf dem Grill. Wir schneiden das gar nicht so klein. Um das zu marinieren, brauchen wir Sojasauce, süße Sojasauce, Teriyaki-Sauce, Salz, Pfeffer, etwas Balsamico-Essig. Ich möchte das etwas schärfer machen, also Chili-Flocken getrocknet. Dann habe ich hier einen guten Esslöffel Honig und was ich hier habe, noch vom letzten Video, Olivenöl mit reichlich Knoblauch, Rosmarin und Basilikum. Einfach püriert, dass man so eine Art Paste hat. Für unsere Marinade brauchen wir ungefähr 3 Esslöffel, in dem Fall Teelöffel, ein bisschen mehr, 2 Esslöffel oder 4 bis 5 Esslöffel von dieser Knoblauchpaste. Dann kommt ein guter Schuss Sojasauce, unser Honig, etwas von dem Essig, sieht schon wunderbar aus. Dann kommt da noch Chili rein, Salz, Pfeffer werde ich gleich später über das Pak Choi-Gemüse so drüber geben. Ja, das Gemüse ist schon gewaschen. Normalerweise würde ich jetzt den Strunk abschneiden, aber dann haben wir das Problem, dass die Blätter hier auseinanderfallen. Also wird der Strunk dranbleiben. Wir können den später wegschneiden und wir halbieren einfach das Gemüse. Und das Gute dran an Pak Choi, das ist eigentlich, kann man so essen wie normalen Salat. Jetzt nehmen wir einfach unser Pinselchen hier oder machen das mit den Händen und marinieren das Ganze schön. Dafür nehme ich eine Aluschale, vielleicht nicht alle auf einmal, nach und nach reinlegen. Auch natürlich von der anderen Seite, damit überall was dran kommt. Die Soße ist schön pikant durch die Sojasauce, süßlich und säuerlich, passt sehr, sehr gut dazu. So, 3 habe ich fertig, die anderen mache ich gleich. Aber jetzt würze ich das. Ich kann das natürlich auch in die Marinade reinmachen, aber ich finde das so ein bisschen besser. Von der anderen Seite natürlich auch. Also ich mache das fertig. Und dann sehen wir uns draußen. So, der Gasgrill ist am Laufen, also der ist heiß. Hier ein bisschen weniger aufgedreht. Da machen wir unser Lachs. Den Lachs habe ich mit dem restlichen Kräuteröl, ja, bestrichen, Salz, Pfeffer drauf gegeben, fertig. Ich hoffe, das wird nicht kleben. Und das Pak Choi-Gemüse machen wir gleich ein bisschen später. Wenn wir den Lachs fast umdrehen, die Garnelen kommen auch dann später drauf, weil das braucht nicht so lange. So Leute, der Lachs klebt nicht, wunderbar. Drehe ich gleich um, aber als erstes machen wir schon mal die Garnelen hier drauf. Und unser Gemüse kommt einfach mit der Schnittfläche erstmal nach unten. Hier eine Pinzette. Wir brauchen nichts anderes. Und das wird einfach so gegrillt. Eine wunderbare Geschichte, geht sehr, sehr schnell. Hier haben wir noch ein bisschen Soße, nicht wegschmeißen. Wenn wir das umdrehen, können wir das reingießen. Nochmal so schön richtig rein. Und hier ist unser Lachs. Sieht perfekt aus. Von der anderen Seite. Und ja, ich mache jetzt den Deckel zu, dann geht das ein bisschen schneller, ein bisschen runterdrehen. Das riecht richtig jetzt schön nach Karamell, weil hier ist Zucker in der Sojasauce und der Honig. Und ja, ich denke mal, das wird auf jeden Fall sehr gut schmecken. Also, so. Jetzt drehe ich das einmal. Hier wunderbar, ist ein bisschen Farbe gekriegt. Einfach jetzt einmal drehen und dann sind wir ja in ein paar Minuten fertig. So, alles ist fertig. Hat jetzt 8 bis 10 Minuten gedauert. Man sieht hier, die Blätter sind schön knusprig geworden. Ich werde das reinbringen, anrichten und dann
werden wir probieren, ob es was geworden ist. Aber sieht ganz gut aus. Ja, das Ganze sieht gar nicht mal so schlecht aus, würde ich sagen. Eins habe ich schon verputzt. Zu den Garnelen oder Fisch werde ich nicht viel sagen. Vielleicht zu dem Fisch, aber zu dem Gemüse. Hier, wir sehen diese braune, karamellisierte Kruste. Und ja, das Pak Choi-Gemüse. Ist schon etwas abgekühlt, aber es schmeckt so geil. So original wie in einem China-Restaurant. Die Soße, süßlich, scharf, die ist richtig scharf durch den Chili. Und das Gemüse. Es ist nicht zerkocht, das ist so knackig. Und wenn das heiß ist, dann schmeckt es noch besser. Hier die grünen Blätter, die sind etwas knuspriger geworden. Gefällt mir richtig gut. Und der Fisch, ja, mit der Kräuter. Marinade geht auch sehr, sehr einfach. Bestreichen, auf dem Grill schmeißen und fertig. Hier, der ist sogar noch ein bisschen glasig, schön saftig. Aber zu dem Fisch werde ich jetzt nicht viel sagen. Ich habe so viele Lachse schon gemacht. Was soll ich dazu sagen? Ich liebe Fisch. Ich liebe Lachs. Ja, mega. Und mit diesem Pak Choi-Gemüse einfach der Wahnsinn. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.